Oktober 1979 bin ich nicht nach Deutschland gekommen, möchte ich immer wieder betonen, sondern nach Berlin. Und das war der reinste Zufall. Mai 1978 war ich Chefredakteur von einer Hippie-Zeitschrift in Pennsylvania und wohnte auf einer Kommune in der Nähe von Three Mile Island, was ein Kernkraftwerk, das später hochging. Und wir waren dann auf einer alternativen Messe, so eine Art von Woodstock in Massachusetts, um Abos zu verkaufen von uns. Indiskutabel schlechte Zeitschrift. Wir haben auch, weil wir nicht so viel anzubieten hatten, auch Broschüren über Biogas mitgenommen. Wir kannten uns damit nicht aus, aber wir hatten sie quasi im Büro liegen. Wir hatten ein Zelt aufgebaut in Massachusetts. Viele Menschen kamen vorbei. Plötzlich zwei sehr verwahrloste Menschen mit speckigen T-Shirts. Und der eine, der männliche Version davon, sagte: "This biogas thing, it doesn't work." Und dann sagte ich, ja, auf Englisch: "Bist du zufälligerweise aus Deutschland?" Und er gesagt, ja, er ist aus Berlin. Das war der Mike. Er hat seine Frau dabei, die Andrea. Und wir haben uns unterhalten, wir haben sie eingeladen, uns auf die Kommune zu besuchen. Das haben sie dann ein paar Tage später gemacht, mitten im Regen, an die FBI-Agenten, die uns immer belauert haben. Kamen sie mit ihrem Van, ihr Kombi, was noch schlechter Zustand war als uns, was sehr schwierig war. Sie blieben 6 Wochen. Wir blieben immer in Kontakt durch Briefe. Damals hat man ja sich Briefe geschrieben. Und irgendwann habe ich entschlossen, ich hatte ja als Kind einige Jahre in einem Dorf in Nordindien gelebt mit meinen Eltern und Geschwistern. Ich hatte als Journalist in Hongkong in Asien gearbeitet, wilde Zeit mit sehr viel Kriege. Ich war in Frankreich als Student, Weinkosten, Degustation de Vin, Festen, Discrim. So ich habe mir gedacht, zweimal war ich schon in Asien, einmal war ich schon in Europa, aber da kurz. Jetzt ist Europa wieder dran, so ist das für das zum zweiten Mal. Und ich hatte Amerika satt, muss man sagen. Ich finde Amerika nicht mein Land. Ich bin nicht sync mit Amerika, mit vieles passiert, damals Reagan und so. So, ich spreche ja Französisch, dachte ich, werde nach Europa gehen, auswandern nach Frankreich oder Holland, wo es doch so lustig ist. Aber erst werden wieder diese verwahrloste Mike und Andrea besuchen in Berlin. Und es war, wie gesagt, Oktober 1978. Wir sind mit dem Nachtzug aus Kopenhagen angekommen durch die DDR. Damals eine sehr große und interessante Erfahrung. Und wir wurden am Bahnhof so klassisch abgeholt von Mike in einem blauen Lada mit Atomkraft. Nein, danke. Und dann haben wir erwartet, dass wir irgendwo nach Kreuzberg gehen oder irgendwie ein Squad, irgendwo ein besetztes Haus. Stattdessen wurden wir in eine sehr bürgerliche Wohnung in Lichterfelde ausgeführt, wo eindeutig Wohlstand ausgebrochen hat. Um eine ganz, ganz lange Geschichte zu kürzen, waren Mike und Andrea nicht nur nicht arm, sie waren zwei von den reichsten jungen Menschen in Deutschland. Andreas Eltern hat ein Haus, eine Villa in der Elbchaussee in Hamburg. Das Badehaus ist größer als die ganze Ruhestraße hier. Mike, auch ein altes Vermögen. Mike hat mittlerweile 4 Vermögen dazu verdient und geerbt. Andreas leider an Brustkrebs, vor 15 Jahren gestorben. Ich traue ihr nach. Aber Mike, durch Mike und Andrea habe ich Oktober 1978 Berlin kennengelernt. Dann kamen 9 wilde Monate, wo ich quer durch Europa unterwegs war, habe demonstriert gegen Kernkraft. In Frankreich war ein Roman geschrieben, in der Bretagne war ein Griechenland. Aber immer wieder in Berlin, um mich auszuruhen, weil Berlin damals sehr ruhig war, mein Hassel nachts. Aber man hat wenig gearbeitet oder gar nicht, man hat von BAföG gelebt, man hat ewig lange gefrühstückt. Und die Idee von Arbeit, Beruf, Karriere waren überhaupt nicht vorhanden. Juli 80 habe ich mich entschlossen, ich muss mich ein bisschen ausruhen. Ich bleibe ein paar Monate in Berlin und habe sofort Anschluss an die International Herald Tribune, damals eine Weltzeitung, gefunden. Ich wurde deren Springer, ihr freiberuflicher Mitarbeiter in Berlin und habe meinen Dayjob, mein Broterwerb war als Lehrer für amerikanische Geschichte bei der US-Armee über eine Universität. Und ich hatte ja ein Lehrerbefugnis aus einem Höchstsicherheitsgefängnis in Minnesota, auch eine lustige Geschichte, und war dafür qualifiziert. Nicht wirklich, aber genug für die US-Armee. Und so, und tagsüber habe ich Soldaten über Vietnam unterrichtet oder beziehungsweise Artikel recherchiert für die Herald Tribune. Und das war mein Einstieg in Berlin.
Und ich fand Berlin meine geistige Heimat. Ich liebe Berlin, das ist, wo ich mich am wohlsten fühle, fühlte und fühle, immer noch. In Berlin gelte ich als eher spießig, auf jeden Fall normal. In München sagen wir, wow, was für ein bunter Vogel und so. Aber so ist mein Einstieg in Berlin. Und wurde mir relativ bald klar, als Jude, als Amerikaner, dass Berlin ja, was ich eh abstrakt wusste, dass Berlin ja sehr viel mit der Vergangenheit zu tun hatte. Ich meine, ich war zum Beispiel, ging spazieren durch Berlin, plötzlich war ein sehr netter Park namens Plötzensee. Es war dann, schaue ich, was war mit Plötzensee, plötzlich merkte ich, Plötzensee war, wo die Menschen immer wieder hingerichtet waren. Oder ich hatte eine Arbeitsstelle bei der Karl-Duisberg-Gesellschaft und dann ging immer an diese komische, unverbaute Standort vorbei. Das war die Gestapo-Quartiere und solche Sachen. Und wurde mir langsam klar, mein Problem in Berlin Anfang der 90er Jahre war nicht, dass ich Jude war, aber dass ich meistens im Sommer sehr dunkel bin. Und da gab es sehr viel Rassismus gegen Türken. Und die Menschen gingen davon aus, dass ich eigentlich Türke bin. Aber Juden waren kein Problem. Ich hatte sowieso mit Judentum nicht da zu tun. Ich wollte damit was zu tun haben. Ich ging in der Fasanenstraße in eine orthodoxe Gemeinde und war erschrocken. Es war ein Judentum, das ich eigentlich nicht kenne. Es war sehr nur hebräisch, keine Ansprache, keine Begrüßung. Es waren einfach ältere Männer, die irgendwas heruntergemurmelt haben. Und das ist meine Art von Judentum, ist freudig, es ist reformiert, das ist inklusiv. Und dadurch hatte ich in Berlin wenig zu tun. 1985 kam ich nach München, nach einige ganz große Jahre für die International Herald Tribune hatte ich Streit mit denen, sie wollten mich fest anstellen, haben es nicht gemacht, ich war dann sauer und habe meine Stelle bei der Armee verloren, sie haben es militarisiert, das heißt, ich hätte dann einen militärischen Ausweis bekommen sollen, müssen und das habe ich dann abgelehnt, als einziger von 25 Lehrer gegen meine Prinzipien. Ich habe eine ziemlich schlimme Zeit erlebt und 1985 habe ich dann zwei Arbeitsstellen angeboten bekommen und bin so Juli 85 nach München gekommen. Das war mein Einstieg in Deutschland. Aber ich wäre bestimmt nicht nach Deutschland gekommen, wenn ich zum Beispiel wenn Mike und Andrea aus Hannover oder Dresden wäre interessant, oder Düsseldorf gewesen wäre, weil Westdeutschland, wie wir es damals genannt haben, war sehr spießig. Viel spießiger als heutzutage, und würde man auch sagen, noch mit der Nazi-Vergangenheit gut beschäftigt. Berlin war ganz an der Kiste und ich war super glücklich in Berlin und traue diese Zeit doch nach. Und sehr viel von meinen Freunden, die ich immer noch habe, habe ich 1980 in August und September kennengelernt. Das waren wirklich meine Heimat und ist irgendwo meine Heimat. Wenn es mir schlecht geht, denke ich, wo kann ich nach Hause gehen, wo ist mein Zuhause, und dann sage ich mir immer Berlin und so.